Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer VHS82 mit dem Update-Video für Juni 2018. Und ja, was soll ich sagen, es ist doch einiges geworden im Juni, aber eigentlich kann man auch hier fast sagen, ist eigentlich das DVD-Börsen-Update-Video, weil nämlich das meiste eigentlich hier wirklich von der DVD-Börse in Nürnberg gewesen, am 3. Juni, denn da habe ich wirklich diesmal wirklich wieder gut zugeschlagen. Vor ein paar Schnäppchen haben wir da mal gemacht. Und ja, ansonsten, was gab es diesen Juni? Richtig coole Edition auf jeden Fall. Chris Lake Memories und auch die Hot Toys Figur, wenn wir gleich nochmal sehen werden, von Jack Sparrow. Ja, und auch das 3000 Abonnenten Special auf meinem Kanal. Ja, wirklich ein sehr aufwendiges Video, was ich hier gemacht habe. Und wer es nicht kennt, unbedingt mal angucken. Wir haben noch bis zum 17. Juli noch, Zeit, die Fragen zu beantworten. Oder 12. Juli, müssen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung drin. Unten in der Videobeschreibung habt ihr auch den Link dazu. Schaut auf jeden Fall an. Auch coole Preise gibt es zu gewinnen. Und auf jeden Fall lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizugucken. Ja, würde mal sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Mit dem DVD-Börsen-Update. Und ja, ich habe da wirklich extrem gut zugeschlagen. Unter anderem einmal hier das Mediabook zu Phantomkommando. Das Cover A, was auf 99 Stück limitiert ist. Ein richtig cooles Teil, wie ich finde. Und habe ich bei Bretz Media gekauft. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal bei Bretz Media vorbeizugucken. Richtig tolle Edition auf jeden Fall. Und auch ein richtig schönes Mediabook. Und noch ein weiteres Mediabook, und zwar Event Horizon in der KVB-Variante mit diesem coolen Retro-Look auf jeden Fall. Ist auf 750 Stück limitiert. Auch das bei Bretz Media gekauft. Und auch ein richtig tolles Mediabook, auch richtig gutes Buch dabei, auch eine sehr gute Veröffentlichung. Ja, und dann geht es weiter mit ein paar Amaways, denn da gab es ein paar günstige Amaways, nämlich 3 Stück zum Preis von 5 Euro, war das glaube ich, 9 Euro genau, und zwar nämlich die 3 hier, einmal Gods of Egypt mit Gerard Butler, habe ich nicht angeguckt, noch nicht dazu gekommen. Dann einmal hier Ice Age 2. Ja, ich liebe die Ice Age Teile. Und hier eben nochmal die Amaway von der Blu-ray. Ich habe eben noch keine Blu-ray gehabt vom Ice Age 2, sondern die DVD. Und hier eben dann die Blu-ray dazu. Und einmal hier Kindsköpfe 2. Was für ein Drecksfilm. Von den beiden gibt es ja auch ein paar Filmreihen, wie das auch einfach mal angucken. Lohnt sich auch mal anzugucken. Aber der zweite Teil von Kindsköpfe war eigentlich der totale Reinfall, ganz ehrlich. Ein totaler Reinfall. Ja, und dann bekam ich vom lieben Ronny bekam ich Vorhof zum Paradies von mit Stallone in der Blu-ray-Version. Hat er auf meinen Internetseite geguckt, was mir noch fehlt. Und ich habe das zu Hause, will es verkaufen. Und hat es mir dann für 5 Euro gegeben. Herzlichen Dank nochmal dafür. Und einmal hier vom Benny, der Glöckner von Notre Dame, um einfach dann die Blu-ray-Disc in die Steelbook reinzupacken, in die Zabit Steelbook, und auch da nochmal herzlichsten Dank für 5 Euro von dir bekommen, lieber Benny, herzlichsten Dank, mein Freund. Ja, und dann kamen noch ein paar Steelbooks dazu, und zwar einmal hier Ben Affleck in Mr. Wolf oder The Accountant. Ja, eine kleine Empfehlung von mich als Filmwelt, und kann auch nur sagen, habe den Film schon auch angeguckt, ein richtig genialer Streifen. Hat echt sau viel Spaß gemacht, war auch sehr spannend zum Schluss. Ein bisschen verwirrend für mich, werde ich nochmal angucken müssen wahrscheinlich. Aber war ein echt erstklassiger Film. Herzlichen Dank für diese für die guten Tipp, liebe Micha. Welche Filme auch nochmal öfters mal angucken werden. Auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Auch das Future Pack habe ich von Bretz Media mitgenommen. Auch das ein sehr schönes Mediabook. Aber es ist ein riesengroßer Kratzer, man fällt mir gerade so ein, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich bin einfach kein großer Freund von diesen Future Packs, ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall, Film noch nicht, schon lange nicht mehr gesehen, auch nicht geschafft anzugucken. Aber wie gesagt, cooles Teil auf jeden Fall und gefällt mir auch richtig gut. Dann als nächstes haben wir noch Minority Report mit Tom Cruise in der Zavi-Version Steelbook, was auch bei Filmrenner zu kaufen gibt. Auch ein richtig geiler Streifen von Tom Cruise, wie ich finde. Auch ein richtig cooler Film von Steven Spielberg. Coole Story, cooler Science-Fiction-Thriller. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch hier eben ein schönes Steelbook. Das andere Steelbook habe ich schon weiterverkauft an einem Abonnenten. Der hat sich darüber gefreut. Und ja,
Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und dann geht es weiter mit einem weiteren Steelbook, und zwar The Untouchables. Untouchables, die Unbestechliche, auch ein richtig cooler Film, habe ich noch nicht wirklich oft gesehen. Genialer Streifen auf alle Fälle, ist ein italienisches Steelbook und hat auch extrem viel Spaß gemacht. Und dann noch zum Schluss Terminator Genisys, ein weiteres schönes Future Pack aus Italien, um meine Terminator Sammlung zu erweitern. Hier in diesem Future Pack mit diesem richtig genialen Prägung vorne drauf. Backside ist ein bisschen nicht so besonders schön, aber es schaut auf jeden Fall richtig cool aus. Ja, und die ganzen 3-4 Steelbooks habe ich für jeweils 15 Euro gekauft, und auch da kann man jetzt hier nicht viel meckern, wie ich finde. Und das war auch schon, noch nicht ganz, fast die DVD-Börsen-Update. Denn der liebe Christoph von HD Filmportal hat mir auch was mitgebracht von Filmarena. Nämlich einmal hier das Steelbook von Jurassic Park mit allen 4 Teilen drin. Wollte gerne das Steelbook haben. Wie gesagt, Blu-ray ist mir eigentlich eher, 4K ist mir eher uninteressant. Aber mir wird das Steelbook super gefallen mit dem T-Rex vorne drauf von der Endcredit-Szene von dem ersten Teil. Und auch das muss natürlich auch in meine Sammlung wandern. Und dann natürlich noch Filmarena Collections, gab es auch noch ein paar. Einmal Nummer 99, Maze Runner, The Death Cure. Auch diesen Film habe ich mir noch nicht geholt auf Blu-ray. Werde ich noch ein wenig warten, bis er ein günstiger ist. Aber das Teil auch ist richtig cool, ist eine XL Fußlip. Und wer es noch nicht kennt, einfach mal auf meinem Kanal unter Filmarena Collection gucken. Ein weiteres, die Nummer 100, hier Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und was soll ich sagen, richtig geiler Streifen, denn den musste ich mir auch gleich holen in der Armorwelt. Ich bin jetzt hier mit drin, und hier das Steelbook ist jetzt eben hier zu sehen. Also eigentlich gehört das Steelbook hier rein, die Armorwelt extra, aber ich mache es immer so, um immer nicht mal das Ding auszupacken, kommt immer die deutsche Disc hier rein und die tschechische kommt hier rein. Und ja, den Film habe ich mir auch gleich kaufen müssen, weil mir einfach dieser Film so interessiert hat. Und ich kann auch nur sagen, richtig geiler Streifen, hat sau viel Spaß mal anzugucken, richtig böser, schwarzer Humor. Ich sag bloß Pfarrer, das hat mir richtig gut gefallen, wie das hier, wie so abgegangen ist. Und ja, kann diesen Film wirklich jedem weiterempfehlen, richtig genialer Streifen. Auf alle Fälle, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ein ganz, dieser Name, dieser Titel ist schon echt übel, aber ich kann es langsam aussprechen. Ja, und das war jetzt sozusagen fast die DVD-Börsen-Update, aber ich bekam noch ein weiteres gutes Teil, nämlich die Hardbox von Deadpool, wurde mir mitgebracht auf die DVD-Börse, und natürlich bleibt die bei mir hier komplett original verpackt. Ich brauche die nicht auspacken, denn das Booklet ist auch dasselbe wie beim Mediabook, und von daher bleibt die geschlossen. Und ich bin eh kein großer Hardbox-Fan, aber ich will es trotzdem halt komplett haben, weil ich sammle ja Pünnelblatt und auch Deadpool. Deswegen auch diese Edition musste in meine Sammlung. Ja, okay. Three Billboards habe ich euch schon gezeigt. Und als nächstes kam dann endlich am 11. Juni, knapp ein Jahr musste ich darauf warten, der wunderschöne Captain Jack Sparrow. Juhu! Und was soll ich sagen, diese Figur ist wirklich überragend geil. Hat mich aber fast zur Weißglut getrieben bei dem Zusammenbau, denn ich bin einfach kein Freund von, Mini-Pille-Palle-Arbeiten. Ja, sowas hasse ich einfach. Und das hat mir wirklich den Rest gegeben, mit Pinzetten irgendwas reinzufädeln. Ah, habe ich das gehasst. Deswegen wird es auch nur die einzige Hot Toys-Figur sein. Wie gesagt, die Figuren sind wirklich top und alles. Aber trotz alledem, der Preis ist halt schon extrem heiß. Von der Qualität her kann man echt sagen, wahnsinnig top und schaut wirklich extrem gut aus. Also da auf jeden Fall auch mal das Unboxing dazu angucken. Aber wie gesagt, es ist die einzige Figur, wo ich haben werde von Hot Toys. Außer wir kommen noch die alten von Flucht der Karibik, dann vielleicht ja, aber nicht für diese Preise, wo sie uns angeboten wird, weil sie einfach zu teuer ist. Ja, auf jeden Fall hier Captain Jack Sparrow von Flucht der Karibik 5. In der Hot Toys Figur mit diesem coolen Sockel und drauf mit der Kanone. Richtig geile Figur auf alle Fälle. Ja, und dann geht es weiter mit dem 14. Juni. Da bekam ich ein weiteres Paket von meinem lieben Freund, dem Alex von Bretz Media. Denn er hat mir die Bühnenblattbox zugeschickt.
von Crystal Lake Memories in der Holzburg. Und was soll ich sagen? Richtig tolle VÜ auf jeden Fall. Genial. Mit dem wunderschönen Mediabook Cover 10 von Crystal Lake Memories. Moment mal. Jawohl, komm raus. Da, so schaut's aus. Und da kann ich nur sagen, wirklich top Arbeit hier. Und es kommt ja auch noch dann die Schallplatte im August dazu noch. Also was will man mehr? Richtig tolle VÜ auf jeden Fall. Auch wunderschön verstaut die ganzen Dinge. Aber bei mir bleibt es erstmal so stehen. Eventuell mache ich hier die ganzen Bühnenblattboxen hier rein. Die Mediabooks. Und ja, ich finde es einfach richtig genial. Und schaut wirklich erstklassig aus. Was meint ihr dazu? Ich weiß, hier gibt es ja extrem viel Kritik über diese Box. Warum auch immer, ich weiß nicht. Aber man kann es einfach nicht recht machen und es ist einfach zu viel gemeckert in Deutschland, wie es immer so ist. Immer nur mecker, 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 mecker. So, okay, das war für die Holzbox. Und dann wollte ich noch mal bei Rebuy einkaufen und habe mir noch drei Filme gekauft, zumindest zwei Filme und ein Spiel, um eben Ice Age komplett auf Blu-ray zu haben. Nämlich Ice Age 1 habe ich auch noch nicht auf der Blu-ray, in der Blu-ray-Version gehabt. Das habe ich für 2,50 € gekauft. Guter Preis. Ja. Und einmal Ice Age Jäger der verlorenen Eier für 1,50 €. Auch da kann man hier nicht meckern. Und auch diese beiden Filme habe ich auch schon reviewed in der Filmreihen-Video. Und einmal nochmal Alien Isolation Replay Edition. Das Spiel habe ich schon mal gehabt, habe ich hier wieder verkauft gehabt. Aber irgendwie habe ich so Bock auf dieses Spiel gehabt. Und habe ich es mir jetzt mal gekauft für 4,50 €. Auch da kann man hier echt nicht meckern bei dem Preis und macht einfach immer wieder Spaß, das Spiel zu spielen. Du es gerade einlegen und zockst gerade ein bisschen mehr wieder. Hat so nebenbei gemerkt. Ja, und dann bekam er noch ein Paket von Brez mir nochmal. Und er hat mir noch dann die restlichen Mediabooks zugeschickt, die ich noch schon lange bei ihm bestellt habe. Und zwar einmal Phantomkommando, das Cover C. Richtig coole VÜ. Das war auch das letzte Exemplar. Jetzt gibt es auch keins mehr bei Brez Media. Auch das bleibt bei mir verschlossen, weil ich einfach das Covermotiv einfach cool fand. Und ich einfach auch Phantomkommando auch eigentlich sammle komplett. Und das Motiv einfach noch gefehlt. Und eventuell gibt es auch bald wieder meine Filmsammlung. Und da werde ich auf jeden Fall mal Phantomkommando meine komplette Sammlung mal vorstellen. Und dann noch die beiden Bühnenblätter von Lake Placid. Einmal Cover B, einmal Cover C. Und da kann ich nur sagen, herzlichen Dank. Auch die bleiben bei mir OVP. Hier Nummer 2, wie immer. Ich habe auch diese, wie heißt es? Festlimitierungsnummer bei ihm. Und von daher bekomme ich auch automatisch alles zugeschickt von ihm. Und da nochmal herzlichen Dank, lieber Alex von Bühnenblatt, von Brez Media. Bühnenblatt natürlich auch. Herzlichen Dank an lieben Stefan. Ja, und dann war ich jetzt noch in den letzten zwei Tagen noch auf Reise, einmal in Frankfurt bei den Hollywood Vampires mit Alice Cooper, Johnny Depp und auch Joe Perry. Und da gab es leider kein T-Shirt für mich, weil ich einfach zu fett bin, weil es nur S und M gab, als andere war ausverkauft. Aber dafür haben wir so ein kleines Plakat mitgenommen von den Hollywood Vampires. Wollte es eigentlich unterschreiben lassen, aber hat leider nicht funktioniert, sehr schade. Und dann noch ein Plektron, danke noch lieber an den lieben Klaus dafür, für das Besorgen. Und dann war ich ja noch auf der Comic-Con in Stuttgart am 29., am 30. Und da habe ich die Marina Sirtis getroffen, beziehungsweise die Darstellerin von Diana Troy. Einmal hier mit diesen zwei Bildern, die es gab, bei dem Autogramm dazu. Und ich habe einmal mir noch ein Autogramm machen geben lassen und noch ein Foto. Und das war insgesamt 50 € wert. Und auch das natürlich sehr cool, mit ihr in der Kamera zu stehen. Ja, und auch das war eigentlich auch schon das Update-Video für den Juni 2018. Es ist doch einiges geworden. Auch richtig coole Sachen. Und natürlich auch dann die schöne Hot Toys-Figur. Und auch die Holzbox, die darf man dann auch nicht hier vergessen hinzustellen. So, da ist er nochmal. Und ja, das war auf jeden Fall mein Update im Juni 2018. Was habt ihr euch alles gekauft im Juni? Lasst mal ein paar Kommentare, da würde mich freuen. Und ja, das war's. Und bis dann, tschüss mit dir und Bye.